Hey ho und herzlich willkommen hier zurück zu Wir prügeln uns mit Einwohnern. Also, Together wir verbrennen sie gerade. Natürlich wieder mit der bärtigen Lady. Ja, Mann. Und weiß das ja immer. Biro ist immer bärtige Lady. Ja, ich stehe zu meinem Bart, ja. Der zeichnet mich aus, okay? So, ich muss jetzt aber mal... Hast du Hunger? Nee, gerade nicht. Okay. Aber ich muss jetzt mal die Knochen hier schon reinpacken. Mach mal. So, jetzt liegen hier, glaube ich, keine mehr rum, ne? Also in dieser Basis haben wir nämlich auch ein Knochenlager, deswegen... Ja. Da. Gehe ich mal kurz gucken hier. Da. War jetzt aber sehr provokativ, lieber Vogel, ne? Das tut mir jetzt aber leid. So, hier ist eine Falle umgekippt. Ja, liegt ja. Einer drunter, ist das schön. Ja, langsam funktionieren die Fallen mal wieder. Das Feuer noch an? Natürlich nicht. Warte. Ja, ich mach schon. Was war das? Burn. Hab die nächsten gehört. Hallo? Wo seid ihr? Da hinten ist sie. Oh Mann, du hast sie so weggedings, dass ich nicht getroffen hab. Wir wissen ja noch nicht ganz tot. Doch, jetzt. Ja, das dauert immer ein bisschen, bis der das anzeigt. Knochen. Bis zur nächsten Aufnahme machen wir eventuell eh wieder einen Stream und dann kann man ja noch mal den Farm. Ja. Bin mal ganz nett. Das hat dir haben ja Sarah und Dings hier aufgebaut, ne? Mhm. Machst du eine Falle hier rein? Nein. Leider kann ich den nicht droppen. Schade. Ich wollte die ganzen Köpfe da reinschmeißen, die ich im Inventar habe. Doch, man kann die droppen, oder? Nee, man kann die kombinieren, in die Hand nehmen, aber nicht droppen. Das ist ja nervig. Irgendwas. Rüstungsständer, nö. Ein Ständer für die Rüstung. Da kommt die Rüstung ja ein Ständer. Ja, Mensch. Ah, komm. Häng den hier unten irgendwo Ding ran. Irgendwo will ich hier einen Kopf. Häng ich den hier unten ran. Oh, hier ist auch niemand mehr reingelaufen. Stehen hier noch alle Fallen, das, ja. Das funktioniert sogar. Hinten ist ein Bambi, aber wir brauchen keine Bambis. So, dann noch mal hier. Ein Häschen. Zack. Bin mal gespannt.
wenn sie wieder mal mitmachen, wie sie diese Idee so nett finden. Hast noch ein Seil? Ja, ich hab noch eins. Bin gerade hier bei denen im Lager. Bei deren Bauten. Ja, ich komme vorbei. Ich habe gerade Asthma, ne? Also es dauert Momente. Diese Sichtweise hier nicht mehr so weit geht, das nervt irgendwie. Aber ich habe alles hoch eingestellt, also auf Maximum. Hier. Einfach hier hinstellen, hochjumpen und gleichzeitig E drücken. Ich habe ein bisschen Beleuchtung angebracht. Geil. dadurch habe ich die 4 Schädel jetzt endlich mal aus dem Inventar. Warte, ich mach das auch mal. Ich stell jetzt hier mal Totenkopflampen auf. Muss die nur mal suchen. Ja. Irgendwo gibt es die. Hier auf der linken Seite der zweite von rechts. Und dann auf ich Seite 3. Ich hab die schon, die Schädel. Achso. Oh. Damit hier mal ein bisschen Licht ist. Refill. Guck das hier so raus. Das ist find's lustig. Interessant, dass hier in der Trophäe ein Waschbärkopf ist. Okay. Also auf dem Bild, was man hier sieht, ne? Dabei habe ich noch nie Waschbären hier gesehen. Mal ganz ehrlich. Oder hast du hier schon Waschbären gesehen? Nee. Also das wäre mir neu jedenfalls. Ein Totem. Ein Totem. Mal hier hin. Hi. Na? Du siehst aber schick aus. Was bist du denn? Ach, da hinten. Da war nun ein schickes Totem. Ach, na dann. Totem. Ja, ich befürchte, dass die Lampe dann neue Batterien braucht. Taschenlampe? Ja, ich habe nämlich die Taschenlampe am Bogen festgemacht. Und aber man kann das Licht nicht manuell ausstellen am Bogen. Also mir ist gerade, ich habe gerade nichts gefunden, wo man das kann. Wo machen wir erstmal ein Feuerchen? Taschenlampe. Babe. Ach ja, okay. Kommst du gleich auch ins Lager zurück? Nee, ja, bin schon auf dem Weg. Okay, ich pack dir nämlich auch mal was zu essen mit hier aufs Feuer. Futtern wie bei Muttern. Ja, Mann. Es gibt einen richtigen Hasen hier. Zeigst mir jetzt den richtigen Hasen. Ja, Mann. Sag mal, könnt ihr euch mal bitte schneller vermehren? Ey, das gibt's ja nicht. Asthmatiker. Ich wollte gerade sagen, ist alles okay, Alter. Ja. Entschuldigung. Dann Asthmatiker. Wir hier mal das Drying Rack auch langsam leer essen. Ja, gerade das dunkle Fleisch. Gerade das dunkle Fleisch. Und wir können noch nicht schlafen. Ja, dann pflanze ich mich mal hin. Oh. Das ist eine gute Plan. Ach, ist das schön hier. Es ist ja fast nicht mehr schlimm, hier gestrandet zu sein. Ich glaube, ich sehe 5-fach. Was? Wegen den Hasen. Ach so. Ja, kann ich wissen, dass du zu den Hasen guckst? Und eine Schildkröte.
da. Da hinten, beim Feuer. Ganz entspannt durch die Gegend robbt. Habt ihr es mittlerweile mal hinbekommen, Babys zu machen? Nein, habt ihr nicht. Autsch. Komm mal kurz. Ich glaube, ich werde mal ins Hauptlager gehen von denen. Komm mal kurz. Komm mal kurz. Ja, ich bin ja dabei. Autsch. Siehst, wo der Pfeil steckt, ne? Bei mir ist kein Pfeil zu sehen. Ach so. Ich habe ihn den Pfeil komplett in den Nacken geschossen. Wir haben einen Idiot, der in unsere Falle reingelaufen ist. Ja, warte mal. Sind hier noch mehr? Nein. Doch. Doch, doch. Ich höre da noch welche. Oh Mann, ich wollte gerade das Feuer anfachen hier, ne? Und dann ist es ausgegangen. Ja. Geh mal da weiter. Geradeaus weiter. Warum? Och, nö, nur so. Was ist hier? Also nicht da. So, geradeaus weiter. Ach so. Ja klar, mache ich gleich, Moment. Verfedern. Vielleicht können wir ja jetzt schlafen gehen. Nein, können wir nicht. Wobei dieser Abstand schön kleiner wird. Also wenn wir ja nicht schon plötzlich einen dritten Lenny drin gesessen hätten, haben, wie auch immer, dann hätte ich jetzt gesagt, da hinten sehe ich ein Licht. Oh, da hinten laufen sie. Ich komm nur raus mit der Musik. Oh, ich sehe sie auch. Komm doch her! Disco Party! Disco Party im Strandhaus. Hallo, ich leuchte euch den Weg. Hier, gucke mal. Geh die mal anlocken, das gibt's ja nicht hier, ey. Diese Musik ist so geil, Alter. Ja, wo seid ihr denn? Hallo? Da. Soll ich bringen welche mit? Lol, der kann darüber springen. Ich bin fast tot und die Musik dazu, die ist einfach geil, ey. Nehme ich mal wieder an mich. Ja, weil. Toll. Upp. Dacht mir, es hilft vielleicht. Ein bisschen. Ne? So, diese Musik hilft vielleicht ein bisschen. Ja, hättest du doch weiterlassen können. Nee, die ist von alleine gerade ausgegangen. Ach so. Dann habe ich das Gerät nur wieder an mich genommen. Bevor ich mich hier wieder anfacke. Ich finde das aber geil mit der Musik. Muss ich zugeben.
Ich finde das einfach nur stylisch. Dachte jetzt gerade, das hörte sich im ersten Moment an wie Eye of the Tiger. Weißt du? Hallo, Freunde. Warte, ich mach noch mal mein Licht an, dann seht ihr mich auch. So. Ich glaube, so viel bringt der Kassettenspieler gar nichts, weil ich höre das ja hier schon nicht mehr. Find's aber trotzdem witzig. Erhöht Energie, Kassettenspieler. Ah, ist richtig. So, aber jetzt können wir vermutlich schlafen gehen. Ich hab Brandpfeile noch gemacht. Wenigstens noch ein bisschen Brand feuern kann. Stimmt, so ein paar Brandpfeile, dass man mit Brandpfeilen da reingeht, wäre auch schon mal eine gute Idee. Ich mache mich gleich erstmal auf zum Hauptlager von denen. Ja. Das ist gerade mal ein bisschen dieses ganze fast vergammelte Zeug hier. Ja, das esse ich gleich. Weil wenn man aufsteht, hat man eh wieder Hunger. Ja, stimmt auch wieder. So. Ich würde jetzt aber mal speichern. Ja. So, ich habe gespeichert und das wäre gut, wenn du jetzt auch mal speicherst. Da. Gesaved. Okay. Wollen wir zusammen zum Hauptlager gehen? Ich bring nur einmal kurz Lenny hier auf. Muss mir mal Medikamente mitnehmen. So. Und nochmal hier einmal Dings. Medikamente habe ich noch 4, das glaube ich reicht erstmal. Ja, ich hatte hier alles einfach reingetan, falls ich neue Sachen finde. Ja, komm. Ich kann nicht mehr Beeren tragen, aber das ist ja nicht schlimm. Just do it. Muss ich erstmal überlegen. Die Richtung irgendwo, ne? Da hinten die Fahrt. Richtung müsste das sein. Ja. Muss kurz mal gucken. Schade. Katana ist nicht mehr vergiftet. Also es geht dann irgendwann weg. Aber wenn du schwarze Bären siehst, mit schwarzen Bären kannst du Begiften, genau. Asthmatiker! Klimm diese Asthmatiker. Ja, ich mach meine Stöcke gerade noch mal voll. Okay. Den Stock im Hintern habe ich schon voll. Ah, hier. Hier rennen sie schon wieder. Ja, ich mache mir jetzt gerade mal ein paar Energy Mixes. Da hinten habe ich sie rennen gehört. Wo denn da?
Wir können ja einfach so ein bisschen an denen vorbeirennen. Moment. Zack. Na, daneben. So, ich nehme hier gerade noch mal ein paar Fische mit. Ja, mach mal, mach mal. Wo bist du? Ich sehe dich nicht mehr. Hier, hier, hier. Ich bin nur mal kurz zur Seite, hinter dir. Da. War nur mal kurz Seite weggeguckt. Let's Mörtiger vor the win. Ist halt so. Oh, Aloe Vera. Ein bisschen Hallo Vera. Hallo. Hallo die Vera. Also hallo, es ist die Vera. Und Jump und auch ein bisschen Stoff, kann ja nicht schaden. Alkohol. Kletter erstmal drauf. Weil hier oben liegen zum einen Leuchtfackeln, zum anderen Medikamente. Ich habe aus Versehen einen Hasen getötet. Geil. Und das, der Hase hieß Lenny. Nein, das war kein Lenny. Ich bin mir sicher. Ich töte nämlich nicht aus Versehen einfach Lennys. Das geht nicht. Ja. Als ob. Schon mal so darum. Als ob. Als ob. Die Bank hier sieht ja mal geil gestapelt aus. Ja. Das ist hohe Baukunst. Ja, hier waren Leiche. Hier waren Leiche. Eine ganz komische Leiche. Nicht zu verwechseln mit der Eiche. Nein. Ach, egal. Irgendwie in die Richtung. Ja, da ist so ein. Nee. Doch, doch, glaube ich schon. Irgendwo da. Nee, ich glaube, da. Kann das sein, dass es da in die Richtung zum Flugzeug geht? Ja, ist es auch, aber. Dann können wir nämlich einmal Medikamente auffüllen, wenn wir schon hier sind. Nein, nein. Nein, aber wir nein. Kommen ja eh kein, am Flugzeug. Kein scheiß Caps Lock. Horst antwortet nicht. Ja, das. Ui, ich will hier hoch. Na, dankeschön. Ich hab zu viel Shift gedrückt. Und du weißt ja, Windows und Shift. Oh, Medikamente bin ich voll. Aber erst ich fress erstmal den Passagieren das Essen weg. Ja, ich habe mich nämlich extra leer gemacht mit allen Sachen, damit ich hier neu einsammeln kann. Dieser dicke Typ hier schon wieder im Weg, ey. Erstmal Alkohol auf Klo, ist richtig. Ab in ihr gedrängt. So, ich mache mir jetzt erstmal Feuerpfeile. Stimmt, kann man mal machen, ja. So, das war's da mit Feuerfein. Zack, zack. So. Wenn dieser dicke zack. Typ im Gang steht, geht gar nichts mehr, ey. So. Und so. Ah,
Was willst du denn hier, Alter? Da ist noch frisches Essen. Was den Flugzeugabsturz tadellos überlebt hat, das Essen. Ah, oh, hier sind noch Bilder von Wollen wir weiter? Autsch. Ich habe irgendwas gegessen, was nicht so toll war. Du hast keine gute Idee, war zu essen. Ja, das war anscheinend irgendwie unterm Flugzeug. Wo ist sie denn jetzt schon wieder hin? Hinten. Da. Schlimm Ach, mit da diesen... da müssen wir hin. Jetzt sehe ich es auch. Schlimm mit diesen Chihiros hier. Ja, immer laufen die. Denken auch, gehört zur Horde. Natürlich. Horde rennt und so. Ich spiele ja auch Horde, also gehöre ich zur Horde. Oh, Asma. Wie gesagt, ich würde ja auch persönlich das spielen, nur mir gefällt da so dieses Bezahlsystem nicht wirklich. Ja. Das ist schon ein bisschen blöd. Alter! Eiskalt gewartet, bis du hochkommst und dann flupp. Immer die Leute, die nicht allein jagen können. Ey, muss die Frau schon wieder alles machen hier. Nee. Naja, ne. Man kennt doch dieses ganze Klischee. Oh, das war das Flugzeugdings. Die Frau, die kümmert sich hier ums Essen. Oh. Hm. Aber da oben ist auch ein Dorf. Gehen wir erstmal dahin. War das Hauptdorf nicht sogar in der Nähe vom Flugzeugcockpit? Ja, weiter in die Richtung da hinten, glaube ich, so. Scheiß Asthmatiker hier. Erstmal die Totems umklatschen. Seile. So. Was? Seile zum Erhängen? Ich finde ja, wir sollten die sammeln können, die Seile. Und dann Ureinwohner betäuben und die dann gefangen halten können. So, das wäre geil. Alter, die haben es ja richtig übertrieben mit ihren Totems. Ja, ja. Wie gesagt, halt mehr Totems als Bäume im Wald. Ich glaube, in die Richtung. Da hinten sehe ich zumindest so eine komische... Die Orange... Die rot-rosa Fahne ist von dem Bogen, die Höhle. Stimmt. Aber war das nicht auch die Höhle, die sowieso beim Hauptdorf war? Nee. Also die Höhle, die war ziemlich weiter weg, auf jeden Fall. Da fliegt Nein. es. Egal. Kein Plan, wo lang. Aber du weißt, wir sind nebenbei sowieso bei der letzten Minute angekommen. Ja, stimmt. Wollt den Lurch hier nochmal machen? Ja. Vielleicht wäre es schlau, richtig ein Haus im Hauptdorf zu bauen, damit wir immer dieses Haussymbol sehen. Weil anscheinend wird dir das jetzt auch nicht mehr richtig angezeigt. Schon, aber wir haben hier so viele Fahnen, dass ich mit gleicher Farbe, dass ich einfach nicht mehr weiß, welche Fahnen. Das ist eine Fahne, wo eine rosa und eine grüne gleich nebeneinander stehen. Hier, in die Richtung dann. Ja.
So. Jetzt sind wir nämlich bei 30 nicht. Bei 30 Milliarden. Hallo? Kommst du? Ja, Mann, ich hab den Lurch gerade noch gemacht, weil wir brauchen ja noch ganz viel Lurchfell. Wo bist du denn? Frauen. Echt, Frauen. Ja, die Herren kümmern sich auch nicht ums Essen und um Felle. Wieder typisch Frauen, lassen sich nur ablenken. Jupp, das ist Hauptdorf. Okay, ich würde sagen, schon. Wir bleiben hier kurz. Ja, hier, ist das eine Höhle hier unten, oder? Nee, ne? Dann würde ich sagen. Und dann machen wir mal hier so ein bisschen. Wo haben wir es denn? Hier kann man auch cool so eine kleine Nebenbasis erstellen. Irgendwas, was nicht viel braucht. Ich würde erstmal dieses Baumhaus-Dings bauen. Warte. Baumhaus? Hier dieses Baumstamm-Ding. Da. Ja, genau, das hatte ich auch gerade schon. Dann können wir dann schnell gleich umsägen, aber ich würde die Folge erstmal beenden. Ja, dann würde ich sagen, was das für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein. Während sie hier sich wieder ablenken lässt und ich gezielt das Ziel verfolge. Und dann tschüss, ciao, euer Livers. Und... tschüss, ciao, bis zum nächsten Part.